Ich habe eine Ausbildung zum Elektroinstallateur genossen, habe da auch viele Jahre lang auf der Baustelle gearbeitet, musste dann allerdings wegen einem Knieschaden, musste ich frühzeitig dann diesen Beruf leider beenden und durfte dann auch nicht mehr mit auf der Baustelle arbeiten. Eine Umschulung ist quasi eine duale Ausbildung. Sie ist begrenzt auf 2 Jahre, weil es eine geförderte Maßnahme ist, sodass die Teilnehmer im Betrieb die Ausbildung starten und gleichermaßen auch zur Berufsschule gehen. Der Betrieb wird akquiriert, gemeinsam mit dem Teilnehmer, der Teilnehmerin, und der Betrieb bietet eine Ausbildung an, eine Umschulung. Das BFW oder der Mitarbeiter des BFW meldet sich bei uns 2 Wochen in der Regel vor dem vereinbarten Termin oder vor dem zu vereinbarenden Termin, und dann trifft man sich in der Regel hier und bespricht das mit dem Auszubildenden aktuellen Stand. Wie läuft es in der Ausbildung? Wo gibt es möglicherweise Schwierigkeiten? Die schulischen Ergebnisse und die Leistungen im Betrieb werden abgeglichen, und das läuft eigentlich immer sehr konstruktiv und entspannt. Ursprünglich war es eigentlich damals schon mein Wunsch, ITler zu werden. Nur war da meine Schulqualifikation war dementsprechend nicht hoch genug. Nur heute konnte ich halt mit meiner Vorausbildung als Elektroinstallateur konnte ich dann besser in diesen Beruf reinrutschen. IT ist ein Fleißberuf, also es kommt sehr darauf an, dass man lernbereit ist und entsprechend präzise arbeiten kann. Das war es dann aber auch schon. In der Regel ist das bei uns so, dass die Mitarbeiter Fans von der Thematik sind oder auch die Auszubildenden schon Fans von der Thematik sind. Das heißt, sie müssen gar nicht an etwas arbeiten, was ihnen nicht per se schon Spaß macht. Die Betreuung der Teilnehmer geschieht auf verschiedene Art und Weise. Telefonisch, per Mail oder auch eben vor Ort im direkten Gesprächskontakt. Die Teilnehmer sind halt in der Regel in den Betrieben und auch in der Berufsschule, die wir natürlich möglichst auch vor Ort finden, abhängig immer von den Berufsbildern, aber auch da sind kurze Wege. Das ist eine Verwaltungstätigkeit, die das BRM-Team übernimmt. In Zusammenarbeit mit dem Betrieb und der Teilnehmerin wird ein Ausbildungsvertrag, ein Umschulungsvertrag geschlossen. Der wird dann mit der Kammer oder von der Kammer unterzeichnet und darüber hinaus auch eben vom Rentenversicherungsträger, vom Kostenträger. Ja, wenn es dann so um finanzielle Fragen geht, wenn einfach allgemeine Fragen da sind, was diese Umschulung angeht, wenn jetzt irgendwelche schulischen Fragen sind, da wird mir dann immer ganz gut geholfen. Die Erfolgsquote ist halt sehr hoch. Wir haben in diesem Jahr alle Teilnehmer, die in die Prüfung gegangen sind, haben die Prüfung geschafft, und 9 von 11 zum Beispiel, wie im Januar, haben einen Arbeitsvertrag erhalten, was auch letztendlich das Ziel der Umschulung ist.